Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber was ich am Anfang schon mal sagen will, ist vielen, vielen Dank für jetzt mittlerweile 10 Millionen Klicks, die wir auf unserem Kanal haben. Dafür danke, bleibt dran, abonniert gerne den Channel und dann können wir auch weiterhin so viele Videos machen. Um was geht es heute? Um eine Lampe, um eine sehr unscheinbare kleine Lampe, aber die hat so ein bisschen in sich. Und was die kann, da schauen wir jetzt mal drauf. Unscheinbar. Was heißt unscheinbar? Ich mag ja Design, was sehr, sehr integriert in die zwischen Funktionen auch Design, was das Ganze so ein bisschen verbindet. Und wenn das Ganze integriert ist, das bedeutet hier bei dieser Lampe, die ist sehr, sehr klein unter dem Sattel befestigt. Und was mir besonders gut daran gefällt, ist die Verarbeitung. Das Ganze ist aus Aluminium. Der Halter wie auch die Lampe selbst. Und wenn wir hier von der Fahrradbeleuchtung sprechen, müssen wir eine kleine Einschränkung machen. Offiziell darf es nicht am Fahrrad montiert werden, denn das ist eine Sportbeleuchtung. Warum? So wie etwas blinkt, kriegt es keine Zulassung mehr für eine Fahrradbeleuchtung. Also diese Lampe hat viele Funktionen. Die kann blinken, die kann leuchten, die kann dimmen. Aber vor allen Dingen kann sie bremsen. Also nicht die Lampe, sondern das Fahrrad. Aber die Lampe erkennt das und macht euch dann ein Bremslicht dran. Gerade beim Rennrad, gerade beim Gravelbike, jetzt geht es langsam auf den Herbst zu, es wird abends oder wenn ihr morgens fahrt, ist es vielleicht auch mal ein bisschen diesiger. Ihr fahrt durch ein Waldstück, was ein bisschen dunkler ist. Da hat man es doch ganz gerne, wenn der Autofahrer ein bisschen mehr als einen Meter mit 80 km/h an einem vorbeifährt. Das heißt, man kann hier aufmerksam auf sich machen. Und man kann natürlich dem Hintermann auch signalisieren, du, ich bremse gerade. Und das macht die Lampe alles von alleine. Was ist in der Verpackung drin? Wir haben hier einmal ein USB-Ladegerät, Micro-USB ist da mit dabei. Wir haben also einen integrierten Akku. Und was mir auch super, super gefällt, ist, ihr müsst hier nicht das ganze Ding abmontieren, sondern ihr habt hier unten einmal die Befestigung am Sattel selbst. Die wird mit einer Aluminiumschraube hier reingedreht und hält bombenfest an jedem Standardsattel. Im Umkehrschluss hat das Ganze folgende Funktion für euch. Wenn der Akku irgendwann mal leer ist, dann nehmt ihr einfach hier unten die Lampe, dreht die komplett ab, also das ganze Gehäuse. Das könnt ihr dann hier abnehmen. Zack, und dann habt ihr das in der Hand. Ihr habt in der Mitte hier den Powerknopf, mit dem ihr die verschiedenen Modi einstellt. Und wenn ihr es am Fahrrad nutzen wollt, obwohl es eine Sportbeleuchtung ist, dann würde ich vorschlagen, nehmt ihr den Nicht-Blink-Modus, also den Dauerleuchtmodus. Und der erkennt dann auch, wenn ihr bremst, das könnt ihr hier auch simulieren, weil hier ein kleiner Sensor drin ist, der erkennt, wenn eine Verzögerung auftritt. Und was das Rad oder die Lampe auch hat, ist, dass wenn sie jetzt 3 Minuten nicht bewegt wird, schaltet sie automatisch ab. Ich nehme mal an, dass sie dann trotzdem Strom verbraucht. Also von daher würde ich sie nach der Fahrt dann immer einfach komplett abschalten. Aber ansonsten sagt der Hersteller, sie schaltet ab und geht dann in den Ruhemodus. Und so wie das Rad wieder bewegt wird, also wenn ihr mal irgendwo anhaltet oder irgendwas kurz macht, dann müsst ihr nicht jedes Mal die Lampe ausschalten, sondern sie würde das dann alleine erkennen. Dann gehe ich nochmal auf die Bremslichtfunktion ein. Also das ist ja eine der Hauptmerkmale für mich, für diese Lampe. Weil gerade beim Rennrad, wo man vielleicht ein bisschen flotter unterwegs ist, ob auf der Landstraße oder in der Stadt, ist es, denke ich, sehr, sehr hilfreich, dem Hintermann zu signalisieren, Achtung, ich muss abbremsen zum Abbiegen, zum Anhalten, was auch immer. Und dieses Licht reagiert sehr, sehr feinfühlig auf die Bewegung, also auf die Verzögerung. Und das geht hier alles sehr, sehr einfach vonstatten, ich muss nämlich gar nichts machen. Was ich tun muss, ist Lampe anschalten, irgendwann am Ende Lampe ausschalten und das war's. Das Schöne ist an dieser ganzen Geschichte, die Lampe kostet so zwischen 15 und 19 Euro. Unten in der Beschreibung findet ihr die Verlinkung. Denkt dran, es ist eigentlich eine Sportbeleuchtung. Ich habe jetzt keinen Schmerz mit, wenn ich die auf Dauerlicht stelle, wenn mich dann jemand anhält, ihm zu erklären, dass das für mich ein großer Sicherheitsaspekt ist mit dieser Bremslichtfunktion. Das haben nicht viele Lampen und schon gar nicht in diesem Design. 15 bis 20 Euro finde ich einen super, super fairen Preis, gerade weil es aus Aluminium ist. Und von daher klickt unten rein, schaut es euch mal an. Wenn es euch gefallen hat, schaut demnächst wieder rein und abonniert gerne den Channel mit der Glocke. We'll be right back.